Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie ich diesen kleinen Mandala-Stein bemalt habe. Und zwar habe ich den Stein selbst gegossen und dann schwarz grundiert. Ich verlinke euch nochmal, was ich für eine Silikonform und für ein Gießpulver genommen habe, falls ihr den Stein nachmalen wollt. Wie ihr hier seht, habe ich den dann, wie gesagt, schwarz grundiert. Ihr müsst da im Zweifelsfall ein paar Mal drüber gehen, um die schwarzen Stellen, um die weißen Stellen wegzubekommen. Das ist ganz normal. Und dann, wie ihr seht, habe ich angefangen, das Mandala-Muster zu dotten. Und zwar habe ich mir ausgesucht, blaue Farben mit Gold. Das ergibt, wie ich finde, einen wunderschönen Kontrast. Und dann habe ich einfach das Mandala-Muster gedottet. Und genau, ein bisschen tricky ist bei einem Stein ja immer die Ränder. Da muss man einfach das ein bisschen ausprobieren. Das hat einfach was mit ein bisschen Übung zu tun, dass man die Seiten, die halt ein bisschen schwieriger sind, auch gut zu bemalen bekommt. Zum Schluss werdet ihr noch sehen, habe ich den dann versiegelt mit einem schönen Glanzlack, den ich immer benutze. Das, wie gesagt, schützt den Stein, aber es verleiht ihm natürlich auch ein gewisses Etwas, bringt die Farben noch stärker hervor und macht ihn einfach immer, wie ich finde, viel schöner. So. Jetzt lasse ich euch wie immer alleine mit dem Stein. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr werdet ein wenig inspiriert und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!